Hallo zu diesem weiteren Video aus der Serie So ähnlich im Abi gesehen. Heute mit einer Aufgabe aus der Analysis, die So ähnlich im Abi im Jahre 2019 in Hamburg gestellt wurde, im hilfsmittelfreien Teil. Den Link zur Playlist dieser Abi-Videoserie, wo es schon Dutzende dieser Abi-ähnlichen Aufgaben gibt, blende ich hier oben ein. Außerdem gibt es dort auch ein Arbeitsblatt zum Ausdrucken für diese Aufgabe. Okay, bei dieser Aufgabe geht es darum, Funktionseigenschaften zu ermitteln. Und zwar sind in der unten stehenden Wertetabelle einige Funktionswerte der ganz rationalen Funktion dritten Grades, f von x gleich ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d, also ein ganz normaler Ansatz für eine Funktion dritten Grades, angegeben, sowie ihre Ableitung f' für ausgewählte x-Werte. Und mit dieser Tabelle als Grundlage sollen wir jetzt in den nächsten Aufgaben Erkenntnisse über Funktionseigenschaften unserer Funktion f ableiten. Schauen wir uns zunächst die Aufgabe a an. Und da heißt es, begründe, dass der Parameter d für die durch die Wertetabelle beschriebene Funktion f den Wert d gleich minus 12 hat. Okay, was müssen wir da machen? Zuerst einmal gucken wir uns hier unsere Funktion, hier die allgemeine Funktion an. Wie gesagt, das ist eine Funktion dritten Grades, weil die höchste Potenz von x hier 3 ist. Und wir haben hier unbekannte Koeffizienten a, b, c, d vorliegen. Ist das nicht unbedingt einfach, diese Werte für a, b, c und d zu ermitteln? Aber d zu ermitteln ist sehr einfach, denn wenn ich mir den Funktionswert an der Stelle 0 angucke, also f von 0 bestimme, dann bedeutet das doch, dass ich hier für x überall 0 einsetze. Und weil diese ersten Terme hier alle x enthalten, fallen die ja beim Einsetzen von 0 alle weg und d bleibt als einziges über. Und der Funktionswert an der Stelle 0, den können wir aus der Tabelle ablesen, denn der ist minus 12. Hier steht ja, der Funktionswert an der Stelle x gleich 0 ist gleich minus 12. Und wenn f von 0 gleich d ist, dann ist d auch minus 12. Also wissen wir, für unsere Funktion dritten Grades mit dieser Wertetabelle als Grundlage ist d minus 12. So, in Aufgabe b sollen wir begründen, dass bei x gleich minus 2 ein lokales Maximum und bei x gleich 4 ein lokales Minimum vorliegt. Mit anderen Worten, x gleich minus 2 ist eine Hochpunktstelle und x gleich 4 ist eine Tiefpunktstelle. Diese beiden Stellen sind also Extremstellen, also die x-Werte von Extrempunkten. Und wir haben damals gelernt, dass Extremstellen in besonderer Weise in der ersten Ableitung auftreten, nämlich als Nullstellen. Gucken wir mal, ob das stimmt. Also bei x gleich minus 2 finden wir tatsächlich in der ersten Ableitung den Funktionswert 0 und bei x gleich 4 finden wir ebenfalls den Funktionswert der ersten Ableitung gleich 0. Wir können also schon mal sagen, weil die erste Ableitung an der Stelle minus 2 gleich 0 ist und auch die erste Ableitung an der Stelle 4 gleich 0 ist, ist damit die notwendige Bedingung für das Vorliegen einer Extremstelle eben halt bei x gleich minus 2 und x gleich 4 erfüllt. Jetzt wissen wir aber auch, dass wir es mit einer Funktion dritten Grades zu tun haben. Und Funktionen dritten Grades können ja maximal zwei Extrempunkte haben. Genauer gesagt, sie können entweder zwei Extrempunkte haben und zum Beispiel so aussehen. Natürlich können die Ärmchen auch andersrum gucken. So, hier hätten wir zwei Extrempunkte und dazwischen liegt dann ein Wendepunkt. Oder aber so eine Funktion dritten Grades könnte auch gar keine Extrempunkte haben. Zum Beispiel so aussehen, dann haben wir hier nur den einen Wendepunkt. Oder sie könnte natürlich hier so einen Sattelpunkt haben mit waagerechter Tangente. Und natürlich können auch diese in die andere Richtung gucken. Aber worauf ich hinaus möchte ist, dadurch, dass wir wissen, dass wir zwei x-Stellen haben, an denen die erste Ableitung 0 ist, wissen wir auch, dass es auch keine weiteren Stellen gibt, wo die erste Ableitung gleich 0 ist. Das heißt, unsere Tabelle ist vollständig, was Stellen angeht, für die die erste Ableitung 0 werden kann. Wenn Sie die Bildchen angucken, dann wissen wir, dass so ein Graph hier gar nicht in Frage käme für unsere Funktion, weil dieser Graph hat an keiner Stelle die Steigung 0. Wir haben aber zwei Stellen. Und so ein Graph mit Sattelpunkt kommt auch nicht in Frage, weil hier hätten wir nur eine Stelle, wo die Steigung, also die erste Ableitung gleich 0 ist, aber wir haben zwei Stellen, wo das passiert. Das heißt, unsere Funktion dritten Grades sieht prinzipiell so oder so aus.
Okay, was wir jetzt bislang nur gezeigt haben, ist, dass die notwendige Bedingung erfüllt ist für Extremstellen. Durch Betrachtung der hinreichenden Bedingungen können wir diese mutmaßlichen Extremstellen dann bestätigen und außerdem können wir dann unterscheiden, ob es sich um ein Maximum oder Minimum handelt. Und dazu können wir zum Beispiel schauen, ob sich in der ersten Ableitung über die Nullstelle hinweg ein Vorzeichenwechsel vollzieht. Wie machen wir das? Nun, die Funktionswerte der ersten Ableitung werden durch die beiden, das sind ja die einzigen Nullstellen hier, in drei Intervalle geteilt. Das Intervall links von der ersten Nullstelle, das Intervall zwischen den beiden Nullstellen und das Intervall rechts von der rechten Nullstelle. Hier sehen wir, dass sich um die erste Nullstelle hinweg ein Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus ergibt, also von positiven Funktionswerten zu negativen Funktionswerten, wodurch wir wissen, dass es sich hier um einen Hochpunkt, also um ein lokales Maximum handelt, weil erst einmal eine positive Steigung, dann die Steigung 0 und dann eine negative Steigung. Und in der Umgebung um die zweite Nullstelle der ersten Ableitung gibt es ebenfalls einen Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus, womit bestätigt ist, dass bei der Stelle x gleich 4 ein Tiefpunkt vorliegt, weil wir haben hier erst eine negative Steigung, dann die Steigung 0 und dann eine positive Steigung. Für unsere Argumentation können wir also weiter schreiben. Eine Funktion dritten Grades kann maximal zwei Nullstellen in der Ableitung haben. Dies ist hier der Fall. Das heißt, wir kennen alle Nullstellen der Ableitung unserer Funktion und können somit eine Vorzeichenwechselanalyse zur Bewertung des hinreichenden Kriteriums für Extremstellen vornehmen. Das ist ja nur dafür klarzustellen, dass unser Zahlenstrahl durch diese beiden Nullstellen tatsächlich auch nur in drei Intervalle aufgesplittet wird und dass diese Teststellen hier minus 6, 0 und 6 geeignete Stellen sind, um diese Vorzeichenwechselanalyse durchzuführen. Damit haben wir auch die Argumentation mit dem hinreichenden Kriterium in der Tasche. Wir können sagen, da die erste Ableitung bei minus 2, 0 ist und bei minus 2 sich in der ersten Ableitung auch ein Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus vollzieht, liegt bei minus 2 ein Hochpunkt vor und dieser Hochpunkt hat die Koordinaten minus 2, minus 5. Wie kommen wir auf diese minus 5? Weil wir können ja hier in der Tabelle ablesen, dass der Funktionswert an der Stelle minus 2, minus 5 ist. Und in analoger Weise können wir argumentieren, dass an der Stelle 4 ein Tiefpunkt liegt mit den Koordinaten 4, minus 32, weil der Funktionswert von 4 minus 32 ist. Und damit hätten wir Aufgabe B abgehandelt. Okay, damit kommen wir zur Aufgabe C. Für d gleich minus 12 hat unsere Funktion genau eine Nullstelle. Diese sehen wir jetzt hier in unserer Tabelle nicht, weil eine Nullstelle bedeutet ja, dass der Funktionswert an dieser x-Stelle gleich 0 wird. Aber die Tabelle ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt. In Wirklichkeit haben wir ja unendlich viele Wertepaare x und f von x. Gib alle Werte von d an, sodass die Funktion f genau zwei Nullstellen hat und begründe deine Antwort. Okay, am besten machen wir uns eine kleine Skizze, in der wir eintragen, was wir schon wissen. Im vorigen Aufgabenteil haben wir schon mal berechnet, dass bei minus 2 und minus 5 ein Hochpunkt liegt und bei 4 minus 32, sagen wir, das soll hier sein, ein Tiefpunkt liegt. Damit muss ja unser Graph so ungefähr diese Form haben. Und dann sehen wir auch hier den y-Achsendurchgang bei minus 12. Das ist ja unser d hier. Und wir sehen, dass wir hier eine Nullstelle haben. Und dass es für diese Funktion auch nur eine Nullstelle geben kann, weil links von dieser Nullstelle spielt sich alles unterhalb der x-Achse ab und rechts von dieser Nullstelle alles oberhalb der x-Achse. Jetzt sollen wir Werte von d angeben, sodass wir genau zwei Nullstellen haben. Wir wissen ja, dass wenn wir d verändern, dass wir den Graphen in vertikaler Richtung hoch und runter schieben. Wenn wir jetzt unsere Funktion nehmen und in dieser Art hier hochschieben, sodass der Hochpunkt hier auf der x-Achse zu liegen kommt, dann haben wir doch genau zwei Nullstellen, nämlich hier bei minus 2 und diese Nullstelle, die wir jetzt nicht angeben können, aber die hier liegt. Wenn die Ausgangsfunktion jetzt f ist und ich nenne die grüne Funktion jetzt g, dann geht doch die grüne Funktion g
aus der Funktion f hervor, indem man diese um 5 Einheiten nach oben schiebt. Und wenn die alte Funktion f das hier war, mit dem d gleich minus 12, und wir schieben das um 5 Einheiten nach oben, dann hat doch unsere neue Funktion als d-Wert minus 12 plus 5, was ja minus 7 ist. Ich nenne das mal, das soll d für unsere neue Funktion g sein. Und genauso können wir unsere Ausgangsfunktion, die den Tiefpunkt mit der y-Koordinate minus 32 hat, nehmen, nach oben schieben, also um 32 Einheiten nach oben schieben, sodass das so aussieht. Dann haben wir wiederum nur zwei Nullstellen, nämlich diese hier bei 4 und diese, die hier links liegt. Wenn wir also unsere Funktion f nehmen, diese um 32 Einheiten nach oben schieben, weil der Tiefpunkt lag ja bei minus 32, dann erhalten wir unsere neue Funktion, die nenne ich jetzt mal h von x, für die sich dann ergibt, das ist zunächst die alte Funktion f, damit rechnen wir dann plus 32, und das hier, minus 12 plus 32, das ergibt ja 20, und das wäre dann unser neues d, das mal dh, für die verschobene Funktion, die wiederum nur zwei Nullstellen aufweist. Also können wir sagen, für d gleich minus 7 und für d gleich 20 verschieben wir unsere Funktion f derart, dass die verschobene Funktion genau zwei Nullstellen aufweist, wobei eine der Nullstellen immer eine Berührstelle ist, wo das Extremum dann liegt. Okay, ich hoffe, dir ist alles klar geworden. Wie gesagt, für dieses Video gibt es auch ein Arbeitsblatt zum Ausdrucken. Und wenn du alle Videos suchst, zu denen es bereits Arbeitsblätter gibt, dann gib in die YouTube-Suche mal #m13skript ein oder schau auf meiner Webseite vorbei, mathdoch13.de. Dort gibt es die Arbeitsblätter als PDF zum Download. Danke fürs Zuschauen. Abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Besuche auch meine Webseite mathdoch13.de und Instagram. Und wenn du kannst, unterstütze meinen Kanal auf patreon.com, damit ich auch in Zukunft Videos produzieren kann. Fragen und Anregungen? Immer rein damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und vielleicht sind die Videos im Abspann auch was für dich. Bis dahin. Ciao.